Bitte Studiengänge mit Baraka. Also ich bin kein Berufsberater, ja? Nummer eins. Nummer zwei, er muss das abhängig machen von dem, was er auch gerne macht, was er auch später gerne machen möchte. Auch für seine Frau, genau dasselbe. So, Islam sollte keiner in Deutschland studieren an den vorgesehenen Unis. Da lernt man nicht Islam, sondern Kufr, sondern Unglaube. Und nach jeder Vorlesung muss man Russel machen. Russel machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil diese Leute, walayadu billah, eingesetzt werden von bestimmten Leuten, damit sie den Islam verdrehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim, du'atun ala abwab jahannam, man ajabahum ilayha qadafuhu fiha. Es wird Rufer geben, sie rufen von Jahannam. Von wo? Von Jahannam. Rufen sie die Leute herein in Jahannam. Wer ihnen antwortet, sagte er, diese werden hinter ihnen in Jahannam hereingehen. Und dann sagte er, قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ شَيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ. Ihre Herzen sind die Herzen von Shayatin im Körper von einem Menschen. Und deswegen, hier darf man auf keinen Fall den verdrehten Islam studieren. Das ist eine Gefahr für diese Person selber. Denn wenn man auf diese Art und Weise den Islam beigebracht bekommt, wird es auch kein Wunder sein, dass diese Person den Islam verlässt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban. Wa'arif azeema manazil al-ashab. Hum safwatun rufi'u bi sohbati ahmada. Wa bidaka qad fussu min al-wahhab.